Willkommen, liebe Leute, zu Mittelerde, Schatten des Krieges. Ja, wir machen quasi... Oh, Shiat. Wer bist du? Adar. Level 33. Welches Level bin ich noch gleich? Ich bin Level 28, oder? Welches Level bin ich? Kann ich? Talion, Level 29. Yay! Scheibenkleister. Nein. Lass mich in Ruhe. Level 33... Level 29. Perfekt, dich nehme ich. Obwohl eigentlich... Ja, also. Ich bin unglaublich gut gelaunt. Grund dafür ist wohl relativ logisch. Grund dafür ist... Relativ simpel, meine Prüfung ist geschrieben. Nein, ich bin mir natürlich nicht sicher, ob ich sie jetzt bestanden habe oder nicht. Aber eigentlich, ich mache mir keine Sorgen darüber, dass ich die Prüfung nicht bestanden haben sollte. Also ich habe die Prüfung mit sehr großer Sicherheit bestanden. Und das war jetzt eine von, also das war jetzt die. Oh nein, ich hasse es. Nein, das wollte ich nicht. Ja, wir nehmen über dem. Danke. Komm schon. Und zack, da haben wir ihn. Wunderbar. Somit fängt der Part auch schon wunderschön mit einem neuen an. Rekrutieren. Das ist meiner. Ja, verzieh dich mal oder mach dich zum Spion, was auch immer. Ist mir egal. Und damit hauen wir jetzt. Hallöchen. Ab hier. Ich möchte vorankommen. Ich will ehrlich sein. Ich habe Spaß an dem Spiel. Ja, auf jeden Fall. Ich habe Spaß an Mittelerde, Schatten des Krieges. Es ist witzig, es ist zurzeit immer wieder leider ein bisschen das Gleiche. Also gefühlt. Es ist irgendwie zurzeit immer so ein bisschen das Gleiche. Aber das macht mir nichts. Ich habe wirklich Spaß an dem Spiel. Das, versteht das nicht falsch. Aber ich habe gerade im Moment. Was zum Teufel? Ach nö, ist klar. Ist klar. Drei wollte mich verarschen. Ich habe zurzeit unglaubliche Lust. Hallo, wo komme ich denn hier? Krankes Ding. Das ist tief unten in der Höhle. Wie komme ich denn dahin? Ah, indem ich da runterspringe. Ich verstehe. Ich verstehe. Dann wollen wir da jetzt gerade aber kurz nicht runterspringen. Ich habe unglaublich Lust gerade auf neue Projekte. Ich möchte gerne, unglaublich gerne viel aufnehmen, ja. Allerdings, ja, haben wir hier halt immer noch Mittelerde, Schatten des Krieges am Laufen und auch Assassin's Creed Origins, zwei Monsterprojekte, wenn man es so sieht, also von der Spielzeit her gesehen, sind das zwei sehr große Spiele und ich möchte doch gerne eins von den beiden mal durchkriegen. Ende des Monats, beziehungsweise Ende Mai, kommt dann auch Detroit Become Human, möchte ich unbedingt spielen und bis dahin muss ich eigentlich irgendwas hier durchhaben, möchte ich gerne. Steige den Schatten! Erhebe dich und schließ dich uns an! Erhebe dich in die Armee des Schattens! Komm zu uns! Erhebe dich! Erhebe dich! Erhebe dich! Was erwecken sie? Sie beschwören den Tod. Den Tod für uns alle. Ja, hier will gerade eine Mücke an der Wand setzen. Einen Moment. Bada, weg mit dir. Gut. Was, Level 20? Besiege den. Besiege 10 Aquiloten. Was sind denn Aquiloten, bitte? Aquiloten, okay. Ich sehe da aber nur 6. Oh, nevermind, ich sehe mehr.
So, damit fehlen noch drei. Den berühmtesten Toten Mordors. Du hast die Welt mit deinem Ringtrick ganz schön aufgemischt. Daraufhin war es ein leichtes, Targoroth hervorzulocken. Jetzt steigt er auch schon empor und kommt dich holen. Ja, nicht, wenn ich das verhindern kann. Stopp. Sprungblockade. Aua, das tat jetzt irgendwie weh. Wieso kann ich hier kein... Ich will doch gar nicht über dich springen. Erzürnt durch Verletzung. Warte kurz und zack, du bist mein. Fokus lädt sich nicht auf, das ist unglaublich unwitzig. Gib mir mal bitte ein bisschen Leben. Dankeschön. Das war nett. Und das ist jetzt nicht euer Ernst. Geil. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Oh, wow. Wow, that's okay, that's awesome. Jetzt bin ich einfach irgendwo runtergefallen. Alles klar. Und dieser Zug geht mir echt auf die Nerven. Sei nicht traurig. Das ist nicht das Ende. Ich werde alle toten Mordors auferwecken. All die Leben. Ja. Und wenn sie erwachen, hör auf zu reden. Glaubst du, werden sie aufsuchen? Oh ja, wir sehen uns wieder. Von der Dunkelheit verschlungen. Narren. Niemand zähmt einen Balrog. Gandalf hat einen besiegt. Dieser Feind ist zu stark, Celebrimbor. Nicht, wenn der Geist von Karnen mit uns ist. Erweckt von Todesring, singende Flammen von euch erweckt.
von euch erweckt. Wir sollen jetzt auf einem Pflanzengrauk reiten, um einen Balrog zu besiegen. Merkt ihr was? Von wegen, also Bisasam hatte gegen Lumanda auch keine Chance, nur mal so nebenbei. Wir haben ihn aufmerksam gemacht. Zurück in deinen Schlummer. Wir begraben dich. Du bist in meinem Reich unerwünscht. Hä? Was soll ich jetzt gerade schießen? Ist gerade nicht. Sehe nichts mehr. Was ist das für ein merkwürdiger Kampf? Das ist eine... Okay, okay. Ich sehe aber nichts mehr hier. Der läuft jetzt wieder nach oben, oder was? Ah! Okay. Jetzt wieder Y oder was? Das zieht ihm ja gar nichts ab. Ja, das zieht ihm was ab. Oh, wow. Das ist ja unfair. Also, okay. Ich bin gerade ein bisschen ruhiger, weil ich gerade versuche, mich irgendwie zu konzentrieren. Aber... Oh, wow, was war das denn jetzt für ein... Treffen.
Weder Ruhe für dich noch für uns, Untote. Sie ist wahrlich eine Naturgewalt. Der Geist von Karnen hat die Zerstörung und Wiedergeburt von Mittelerde viele Male erlebt. Sie war schon lange vor uns hier und sie wird noch lange nach unserem Untergang fortbestehen. Der ist doch jetzt gar nicht tot. Wieso krieg ich's? Wieso ist sie? Wenn wir Thargoroth nicht aufhalten, wird er weit jenseits von Mordor wandern. Nach Rohan und Gondor. Das darf nicht geschehen. Okay, whatever. Interessant. Gib mir mal die Infos hier. Über den nächstbesten. Haben wir denn da noch so? Die beiden habe ich schon, den. Ach, das ist der A33er, süß. Wir haben gar nicht mehr so viele. Oh, cool. Nein, den wollte ich nicht. Ach, nicht zum Ziel machen. Oh Mann. So war das doch gar nicht gemeint. So war das doch gar nicht gemeint. Egal. Wir haben da unten noch ein Kanker-Ding. Ich hoffe, ihr arbeitet schneller. Ja, in welche Richtung ist denn jetzt die Grube? Wo ist denn jetzt die Grube hier unten? Die Grube ist hier unten. Okay. Oh, ich bin hier richtig, alles klar. Hier unten haben wir gerade eben gekämpft. Merken wir uns das hier, gucken wir uns das mal an. In Macht, ja sogar in Gewalt, liegt Schönheit. Doch es liegt keine Schönheit in Tyrannei, der Herrschaft des Einzelnen. Deshalb muss er aufgehalten werden. Ich sah einen Kampf in einem Turm. Ich sah, wie der dunkle Herrscher besiegt wurde und ein heller Herrscher seinen Platz einnahm. Doch die Welt änderte sich nicht. Ich wiederhole, sie änderte sich nicht. Bin ich wie doof? Das vibriert doch total stark. Ah, da ist es. Kankra, du hast da was im Gesicht. Sie wandte sich von Sauron ab, so wie ich. Und doch erkennt sie es nicht. Sie fürchtet dich. Sie hat Angst davor, was aus Mittelerde wird, wenn wir ihn besiegen. So. Hiervon brauchen wir noch viel zu viele. Hier sind meine ganzen Häuptlinge. Wo ist die Hauptquest? Ernsthaft jetzt, wo ist die Hauptquest? Wo ist die Hauptquest? Ist sie nicht hier? Die Hauptquest ist erobere was? Erobere die Festung, erobere die Festung. Ist das irgendwie lächerlich? Also es gibt Hauptquests, irgendwas einzunehmen. Es gibt Hauptquests. Ich komme nicht mehr klar. Thargoroth. Warte mal, hier waren wir schon. Das ist unsere Burg.
ist unsere Burg? Okay. Ganz ehrlich, wir machen mal kurz die Hauptstory weiter, einfach nur, weil wir es können. Im nächsten Part aber. Ich gucke mir jetzt mal eben an, ob ich jetzt hier die Hauptquest annehmen kann. Oder ist die zu hoch im Level oder so? Keine Ahnung. Keinen blassen Schimmer. Aber hier waren wir natürlich auch schon. Die Feste ist sicher. Dennoch scheinst du unruhig. Keine Feste ist wirklich sicher. Unsere Armee ist der Beweis. Okay, gucken wir mal. Wo müssen wir denn hin? Ah, da müssen wir hin. Okay, machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos. Euer Hedi.